Wir mögen es nicht mehr. We stay here. Yes. I want to stay here. Me too. I don't want to. It doesn't more. Rain. It's okay to sleep here outside. Guten Morgen, Leute. Wir sind jetzt in einem kleinen Kaffeebar-Restaurant und essen zum Morgen mit dem Alvaro. Hallo. Und mit dem Lee. Der ist für sich allein. Aber ja. Wir essen jetzt zum Morgen, nachher geht es auf Porto Marin. How many kilometers? 22 today. 22 Kilometer. But it's curious today. Psst, er hat erfahren von einem anderen Spanier in der Herberge, dass es relativ kurios wird sein, dass es ziemlich eine harte Geschichte wird werden. Und ja, ich habe ihm gesagt, er soll es mir nicht sagen, weil ich habe nur der verstanden, was auf Deutsch Scheiße heisst. Und jetzt hat er es mir gleich gesagt. Ah, you're stupid. Ja. Wir essen jetzt zum Morgen. Inzwischen bin ich unterwegs. Es nieselt ganz, ganz leicht. Wenn es so bleibt, ist es okay. Aber ich glaube nicht, dass es so bleibt, weil es ist relativ eine Grauzone da vorne. Und darum, ja. Wie vorhin schon gesagt, 22 Kilometer habe ich vor mir heute. Morgen gibt es dann wieder eine längere Etappe von 28, 29 Kilometer. Ja. Meine Nacht war anfangs nicht so gut. Ich habe gestern, glaube ich, einfach ein zu viel Zeugs durcheinander gegessen, weil mir ist es nachher ziemlich schlecht war. Ich bin zweimal aufgestanden, aber nicht müssen erbrechen oder so, aber mir ist es einfach nicht gut gegangen. Also mir ist es einfach nicht gut gewesen. Aber ja, in der Regel ist es so, dass man so um die 10 Uhr das Licht ablöscht und ja, ich bin eben bis um 11:30 oder so bin ich noch ein bisschen rein und raus gegangen. Es hat aber niemand gemerkt. Heute Morgen habe ich gefragt, ob irgendjemand sich gestört gefühlt hat, aber es haben alle gesagt, nein, sie hätten das gar nicht mitbekommen. Von dem her, ja, ist das ja alles gut. Ja, heute knacke ich die 100 Kilometer Marke. Ja, und das werde ich in etwa etwa 6 oder 7 Kilometer werde ich die 100 Kilometer Marke geknackt haben. Und dann habe ich weniger als 100 Kilometer bis nach Santiago de Compostela. Und auf das freuen wir uns alle. Ja. Mega schön. Ja, die Sonne. Aber ich denke nicht, dass das bleibt. Weil da, wo ich herlaufe, ist es dunkel. Ja. Gesamthaft gelaufen bin ich jetzt um die 180 oder 190 Kilometer. Ja, circa. Bin jetzt gelaufen. Gesamthaft seit Leon. Ja, finde ich gut. Sehr allein zu laufen. Weil ich einfach durch das meine eigenen Gedanken kann haben,
Niemand redet mir rein, ich habe mein eigenes Tempo. Und kann ja, so ein bisschen machen, was ich will. Ich habe schon gesungen. Ich habe schon gelacht über Situationen, die mir so in den Sinn gekommen sind, so Alltagssituationen. Ich habe schon gebrüllt vor Freude. Oder auch vor Wut über irgendetwas, das mir in den Sinn gekommen ist. Ja, also es sind schon verschiedene Gefühlslagen zum Vorschein gekommen auf dem Camino. Ich muss durch den Schlamm. Ja, so. Auf dem Camino selber, wenn wir anderen Pilger begegnet, dann sagt man einander Buen Camino, das heisst guten Weg. So sagt man es in Spanien. Und man wünscht eigentlich dem Menschen immer auf diese Sprache, auf den Camino, wo er geht, guten Weg. Also wenn man weiss, er geht jetzt über die, wenn ich, er geht auf Spanien von Jakobsweg, egal welches Spanien, dann wünscht man immer ein Buen Camino. Geht er auf Portugal, dann ist es Buom Camino, irgendetwas, ich weiß nicht genau was, aber irgendwie mit Buom. In Frankreich Bon Chemin, ja, halt einfach, ja. Einfach gerade auf den Weg, wo der Pilger geht, in dieser Sprache wünscht man den Weg. Ja. Das ist noch. Ja, und sonst kommt man mit den Pilgern sehr schnell in Kontakt. Die Pilger untereinander verstehen sich sehr schnell. Man ist offen zu allen. Ja, das finde ich mega cool. Egal woher man kommt, man ist Pilger, das ist das, was zählt. Ja, und hier ist man kein Schweizer, hier ist man einfach Pilger. Klar, man fragt, woher kommst. Aber das wär's dann. Auch das Alter ist scheißegal. Und eben, man wird dann halt mal umarmt oder geküsst, also gebacken. Ja, und bei mir ist es jetzt halt so, in der Gruppe, in der ich jetzt gerade so mich befinde, sind 9 Männer und ich. Also eigentlich, mich bräuchte es immer so in die Männergruppe rein. Das ist, vorher war noch die Irina dabei gewesen. Oh, jetzt kommen noch Hunde. Ja, da kommen die Hunde. Aber sie sind abgebellt. Abgebunden. Wenn sie abgebunden sind, sind sie eigentlich nie gefährlich. Ja, in dieser Gruppe, in der ich mich befinde, sind es 9 Männer und ich. Vorher war die Irina noch dabei gewesen. Die ist leider weg, somit bin ich so die einzige Frau. Aber das macht nicht. Ich fühle mich wohl. Die schauen mich alle beschützen, schauen immer zu mir. Ja. Es ist immer ein riesen Hallo am Abend, wenn man ankommt bei den Etappen. Und ich meine, es ist der 6. Tag, wo wir alle miteinander am gleichen Ort werden sein. Ja, für mich ist es der 10. Pilgertag dieses Jahr. Ja, ich feiere also heute Jubiläum. Yo solo.
It's great. Amazing. Really. How do you feel, Tobias? Feel good. Actually, it's not that I feel good. It's that I don't care. I'm not thinking about how I'm feeling, so it makes me feel good. No news are good news. It's the Camino. He made this didgeridoo by himself. Yes. No fuck, it's good. So, wir sind jetzt, we are now almost in Porto Marine. Yeah! And, yeah, Coke! My Coke and our pilgrim's menu. Yes, we are hungry. Well, I'm hungry. Me too. Okay, but you ate? Yes, I ate a lot. Yes, okay, he's a man. Ja, wir laufen jetzt hier die letzten Kilometer zusammen. Wir sind bald in Porto Marine. Und jetzt sehen wir hier gerade einen Stein. Und wir haben übrigens die 100 Kilometer geknackt. Jetzt sind wir nämlich bei 96 haben wir noch. Da. Ja. Wir haben es geknackt. Less than 100 kilometers to Santiago de Compostela. Yes. Yeah. I want to go. We can go there today. Ja. Wir sind jetzt unterwegs. Sind gemütlich, sind friedlich, sind glücklich. Sind ein Pläuderle. Über den Sinn vom Leben, über alles Mögliche. Ja, darum stelle ich jetzt wieder ab. Very beautiful. But it's difficult. Don't put your foot in the ship, you know? So, wir sind kurz vor Porto Marine. Und wir mögen nicht mehr. We stay here. Yes. I want to stay here. Me too. I don't want to. It doesn't rain. It's okay to sleep here outside. Yes. Dann ist Porto Marine, wenn man überhaupt nicht mehr weit. Ob Füße und weh. Und wir mögen nicht mehr. Ich glaube, heute habe ich wirklich Blatter. Okay. Okay. Yes. Und jetzt laufen wir los. Look, this area is 23 kilometers. To Saria, yeah. 23 kilometers. Wow, it's high! Wow. Huh? It's beautiful! Rio Mijo, sorry. Didn't expect you. Wir haben es geschafft und haben unser Coca-Cola. Das ist schöner hier. Oh. Finally, I take it. Yes. What a day, hang, Coke. So. Er hat den ganzen Weg immer Coca-Cola gehört. Und jetzt hat er auch eins genommen, weil er es den ganzen Tag gehört hat mit mir unterwegs. Wir sind in den Pilgerherbergen, in den Municipal einquartiert. Wie immer für 6 Euro die Nacht, tipptopp. Jetzt essen wir unser lang ersehnte Pilgermenü. Und zuerst gibt es eine Suppe, sehr feine Suppe mit viel Gemüse und Erdäpfel drin. Sehr, sehr fein. Und dann gibt es für mich Spaghetti. Und nachher gehen wir in Supermercado, um noch was zu Nacht zu posten. Weil Spanien ist ja so, dass man, wenn es mit dem Nachmittag zu Mittag ist, jetzt ist nämlich 4 Uhr.
Und irgendwann um 9 Uhr oder so isst man wieder zu Nacht. Ich habe mich schon ein bisschen an diesen Rhythmus gewöhnt. Ja. Und dann ins Bett und lesen und sein. Genau. Tipptopp. Gracias. Ja, ich bin wie immer, oder wie ich bevorzuge, in einer öffentlichen Pilgerherberge. Und ich wollte eigentlich waschen. Das Problem ist aber, dass die Waschmaschine kaputt ist. Hier, und dann kann ich jetzt nicht waschen. Mache ich aber dann morgen. Es ist okay, heute ist der zweite Tag, also ich kann morgen noch, ich kann für morgen noch Kleider. Genau. Ich schlafe hier heute, da oben. Das ist mein Reich hier. Inzwischen hat sich das so eingebürgert, dass jeder so ein Doppelbett hat. Da schläft der Braulio hier oben dran. Und der hat seine Sachen da. Da ist auch einer von den Jungs. Ja, so sieht das da innen aus. Genau. Also, da innen könnten 3 Zentimeter, 2, 4, 6, 8, 8, 8, sehr viele Leute schlafen. So, ich war jetzt in der Kirche mit Disney. Jetzt bin ich wieder alleine hier im Raum. Und ich muss mal irgendwie mein Saupuff mal auf die Seite. Ich muss noch fertig schreiben. Ich bin am Tagebuch dran. Und die anderen sind noch in einer Bar. Ich habe noch recht lange mit dem Barry geredet. Das ist der Engländer der Jungs. Und es war ein sehr interessantes Gespräch, weil er auch in der Armee war und hat natürlich sehr viel wissen über die Schweizer Armee. Und war sehr beeindruckt von den Kleidern, die wir haben und alles. Und ja. Ja, die anderen sind noch dort geblieben. Aber ich glaube, der Alvaro und der Braulio kommen auch bald zurück. Aber die sind noch in einem Supermercado zu Nacht kaufen. Weil eben die Spanier essen irgendwie jetzt dann mal noch zu Nacht. aber ich habe keinen Hunger mehr, ich habe so viel gegessen zum Mittag. So, wir sind jetzt im Aufenthaltsraum, alle zusammen, wirklich alle, komplett alle. Nein, nicht alle, 2 Koreaner fehlen. Und neu in der Gruppe haben wir den John. Also er ist nicht neu, aber neu im weitestgehenden Sinn. Im weitestgehenden Sinn. Aber John ist Knoblauch. Knoblauch. Es ist noch blau. Ajo in Spanisch. Ja, Ajo. Knoblauch. Und John und ich hätten es auf Spanisch falsch gesagt, aber wenigstens gleich falsch. Das ist richtig, ja. Alvaro. What? Hello. How are you? Frederick, how are you? Fine. I'm hungry. Tired. Mm-hmm. All of the above. How are you? I'm hungry and I'm tired. All of the above. All same time. Okay. Yeah. Wow. And you? I'm very good. Look what I bought. Oh wow. Yes. You're such a good guy. And he's the artist. Formerly known as Prince. This is Tobias. You cannot be waiting until. Come on. How are you? Come on. No. I'm drying the button. Until by yourself. Until natural. Don't make. He does it. He makes it. Didgeridoo, you're the pure dryer. Speeding the process. No, I use my ass. I do. Oh no. Use your what? His ass. Yeah, yeah. And here's Nacho. Hey. Hi. You cooking? No. yet. Sort of. It's such a beautiful kitchen, but. Yeah. Oh yes, very homey and oh yes. Look at all this. Yes, very clean. This. This. Nothing. It's the best. Kitchen. Restaurant kitchen in the world. Yeah.
Well, we have this. Yes, oh yes. Everything can be nice and clean if we had anything. We have a fridge. We have a fridge? Yes. Is there anything in the fridge? No. No. Well, yes. To yogurts. What? To yogurts. Yogurts? Yeah, oh. Two. Yes. Ja, so sieht jeweils ein Abend aus bei uns. Und ich schreibe jetzt hier noch weiter an meinem Tagebüchlein. Nachdem die anderen essen und sind und ein bisschen weiss ich was. Ja, ich verabschiede mich jetzt von euch. Wir sehen uns morgen wieder. Ja. Wenn ich all die Bilder anschaue, dann werde ich so richtig ja, emotional fast. Und auch beim Schneiden, es ist einfach mega schön, all die Jungs einfach jetzt auf diesen Bildern wieder zu sehen. Es ist bald ein Monat her, als ich mich von all diesen Jungs verabschieden musste. Und es war einfach so eine wunderbare Zeit. Wir sind zu einer richtig kleinen Familie zusammengekommen. Auf dem Bild sieht man jetzt wirklich gerade mal alle. Die Einzigen, die fehlen, sind Caroline, die haben wir auch kennengelernt aus Südkorea, ihre Freund Lee und der Barry fehlt da auch. Aber das ist einfach mal so ein Ausschnitt von einem Abend, wie wir einfach miteinander zusammengehöckelt sind. Und wir haben miteinander geredet über Gott und die Welt, haben teilweise gesungen, gelacht und ja, haben es einfach lustig miteinander gehabt und auch manchmal ernste Gespräche miteinander geführt. Und es war einfach eine mega, mega schöne Zeit gewesen. Und ja, ich bin froh, bin ich nicht in der Hauptsaison gepilgert. Somit haben wir wirklich einfach uns können geniessen und ja, haben eigentlich den Trouble von dem touristischen Camino nicht erlebt, sondern wirklich einfach Camino-Feeling gehabt. Und es ist mega schön, die Bilder zu sehen.